Hallo Freunde der Nacht und zur später Stunde, nicht ganz zur später Stunde, um ehrlich zu sein. Wir sind wir wieder bei einem neuen Angespielt mit eurem Curse. Wir schauen uns an Traveler's Rest. Das hat letztlich wieder mal eine ganze Reihe von Updates erhalten, seit ich es zuletzt gespielt habe. Das ist jetzt schon etwas über ein Jährchen her und seitdem hatte ich hier ganz, ganz viel getan. Es ist ein sehr schönes Spielchen, so ein bisschen Stardew Valley, Graveyard Keeper-like, Roots of Pacha, so in der Richtung. Allerdings hat man hier eben seine eigene Taverne. Und wir fangen natürlich nochmal ganz von vorne an und machen uns hier einmal unseren Charakter kurz fertig. Das ist okay. Das kommt am nächsten an mich ran. Das sieht doch ganz gut aus. Das gefällt mir. Richtig, und jetzt ist natürlich unsere Raststätte, Gaststätte noch benennen. Das machen wir da am besten. Einfach Curse Pub. So. Und dann geht es dann auch schon los. Ja, wir machen das Tutorial nochmal an. Ja, es ist immer noch im Early Access, das weiß ich. So, HWSD, Shift zum Rennen, B und belassen es. B gehen wir in den Deko-Modus. Und dann können wir dann hier umräumen. Geschichte haben. Natürlich soll ja auch noch was beleuchtet sein. Oh. Köpfe sollen. Beim Pump verkaufen, das ist natürlich auch toll. Das ist eine Quest. In 6 Sekunden kriegen wir einen Tisch, 2 Stühlchen und 1 Kerze. Das sind Einzelplätzchen. Angeschlossen, hier kann man auch auf verschiedene Getränke runterbringen. Hier im Hintergrund kann man dann auch noch kochen und alles. Alles größer. Kann man dann ganz viel Geld nachher hoffentlich machen. So. Natürlich. Da gibt es ein paar Kupfermünzen. Auch. Der Besitzer ist ein Kultist. Könnte man vorwerfen, ja. Hey! Rufe die letzte Runde aus, indem du No drückst. So wird findet, dass Gäste hereinkommen. Gut. Einfach die Leute rausschmeißen, kommt hier nie sonderlich gut an. Okay. Ist schneller.
kriegen wir Rufpunkte. Gegenstände her. Portionpumpe. Bock und Getreidebrei. Dann können wir auch immer ein bisschen mehr Geld am verdienen. Leute kommen hier. Deko-Modus sollte man auch verlassen. Da wollen natürlich auch noch ihre Pampe haben. In den Tisch um den abzuwischen. Geht ja nicht anders, hier alles dreckig machen. Das fass mal an. Jetzt können wir auch Grog verkaufen. Hier bleiben, denke ich, damit es gestellt werden kann, wenn ich mich recht entsinne. Ärzte da aufbauen sollen noch. Haben. Ja. Alles dreckig machen müssen, ne? Zapfen, servieren, zapfen, servieren und der kriegt Bock, zapfen, servieren und den geben wir direkt auch schon ein Silberstückchen. Sauber sein. Er geht schon gerne in einen dreckigen Kneipe, ein dreckiges Restaurant oder sowas. Das muss schon stimmen. Ganze Silber, aber schon 81 Kupfer. Wow. Ah. Er braucht die ganze Zeit hinterher, dass es euch hier auch gefällt. Kunden sind uns wichtig. Wird. Ah. Ich will noch einen Grog haben. Ja.
Ne? Später müssen wir das auch noch selber brauen hier. Kupfererz bekommen. Sauber schon mal. Du brauchst wieder gar nichts zu beschweren, Kollege. Nur weil ich nicht fliegen kann, heißt das nicht, dass das hier nicht sauber ist, ja? Fängt schon mal gut an, wir nehmen uns den ersten Level an. Fünf Bäume fällen. Kaminfeuer nachher betreiben hier, gerade im Winter ist es wichtig, dass unsere Gäste es auch warm haben. Forstwirtschaftliche Abfälle und Zeit. Okay. Dann scheinbar auch Erze, das war auch noch nicht da. Also was jetzt mal so ein kleines Feldchen, da kommt man gar nicht so runter hin. Die Sägemühle und die Kupfersense. Erste Werkstation freigeschaltet. Die Sägemühle platzieren sich außerhalb der Taverne. Drücke F, um damit gerade zu schneiden. Ganz lange Dekorationsmodus ist er. Platzieren der Sägemühle, verlasse den Dekorationsmodus und gehe in die Sägemühle. Herstellungsmodus zu öffnen. Nicht zu gehen, dann Platz. Fasern. Hier. Das ist eine Maschine zum Beispiel komplett neues, mit sowas habe ich bisher noch nicht zu tun. Deswegen sage ich direkt so Braukeller und solche Geschichten. Ah, hier. Wir hatten den Brennstoff um die Zeit. Hier gefällt mir jetzt ein bisschen her. Er benötigt Holzbretter.
20 Holz bei deiner Säge. Schlagschwert, der da hinten arbeitet. Echt einiges dazugekommen an Content seit dem letzten Mal. Schön gemacht. Ich finde auch diesen Stil halt auch sehr gut und sehr schön. Hilfe der Schmelze und des Amboss 10. Ah, okay, da braucht man aber ewig viel Platz für. Das kann man ja gar nicht. Boah. Für alles hier so mega viel Platz. Jetzt nehme ich ja nicht weiter raus zu zoomen. Ja. Okay. Ja, doch, das ist ein bisschen entspannter. Den Sitzling im Weg, ne? Platz brauchen. Soll es immer werden? Ausgraben hier? Scheinbar. Nochmal weg. Brennstoff reinkriegen. Was wirtschaftlich hier abschneiden, brennt sehr schnell. Hoffentlich. Ne, das ist zum Glück. Das ist. Ah, okay. Das kann ich quasi hier in die korrespondierende Arbeitsfläche reinstellen. Das ist natürlich schön. Dann muss man mit Sicherheit da reinstellen. Ha. Das ist natürlich cool. Weil quasi den ganzen Arbeitsbereich direkt geschaffen.
Aber ich gucke, von gegenüber machen kann. Haha. Ich dachte, ja, mein eisernes Ding herstellen muss, also wo man es hebt. Ressourcenfarming im Sinne von Eisen und sowas, das gab es beim letzten Mal noch nicht. Das ist definitiv alles neu. Cool. Brauche ich nämlich Eisenbahn. Nachher für irgendwas anderes. Der Amboss braucht Brennstoff, Henny, ist klar. Das ist es tatsächlich explizit für den Amboss. Zehennägel. Hier dann Holzbretter. Extra Bonus Holzbretter im Rahmenbereich. Auf Kosten im Arbeitsbereich. Was daraus wird. Okay. Gekriegt. Mal schauen, was da passiert. Bin mal echt gespannt. Die Werkbank. Kann ich in beides reinstellen? Zu einer Krug. Eine Sitzbank. Reiferegal. Da
Scheint es also definitiv ein ausgereiftes Crafting-System zu geben. Man muss dann solche Dinge alle noch ankaufen. Dann kommt man sich angucken, die dann abgelegt in dieser Kiste. Hier konnte man bestellen, genau. Alle möglichen Sachen. Schild. Aber eben dann auch solche Sachen wie Fässer und Brauzeus. Essenkörner. Anpflanzen konnte man schon die Früchte selber. Aha, 5 plus 1. Jetzt also 6 aus derselben Menge raus. Spannend. Jetzt aber irgendwo ein Bett, wo man schlafen konnte. Schlafen jetzt. Seht meine alten Spielstände, aber ich glaube nicht, dass die nochmal kompatibel sind. Im Bett machen wir natürlich, sind ein ordentlicher Haushalt. Tisch, 20 Holzbretter, 15 Eisensäge, 10 Holzstangen. Ja. Ah, guck mal, da sind die Sachen schon wieder aufgefüllt. Das Eisen brennt. Wir haben noch Eisen.
Schmetter. Holzstangen. Wenn das Ganze da fertig baut, öffnen wir noch mal ein bisschen unsere Kneipe hier. Nehmen wir noch mal ein bisschen Geld. Besseres Essen, besseres Geld, bessere Getränke, besseres Geld. Eine Schale mit Getreide, bei brauchen wir noch. Ja, was haben wir gekriegt? Eine alte Fußnatte. Runde wieder aus. Kultiste. Ey, diese Unterstellungen hier. Furchtbar. Ruf mein neues Objekt und Möglichkeiten freizuschalten. Brauche ein Kartentüchtigen. Drücke D. Kann nie schaden. Ja, das ist definitiv gut, das Leute. Ja, alles selber craften kann man also benötigen, um seine Sachen zu bauen. Es ist dann nur zeitintensiv, aber also goldintensiv. Vorher muss man wirklich teilweise riesige Reichtümer zusammensparen, um dann doch Stück für Stück seine Kneipe weiter aufzubauen. Dann jetzt den kleinen Tisch bauen. Kann man jetzt sicher auch irgendwo verkaufen, wenn man zu viel davon hat, bin ich mir fast sicher. Ging es früher hoch zum Feld. Das gab es da gar keinen Zugriff zu. Belohnung 4 Bierdeckel hält die Tische sauber. Dann bitte den hinteren Bereich.
Vorbewertung. Das sind Gäste sind glücklicher. Der kommt für 40. Ah, okay, dafür brauchen wir wieder Geld. Bankherr, schalte den Werkraum frei. Bankherr, kann ich den nicht auch hier herstellen? Natürlich 20 Eisenbretter. 20 Bretter brauchen wir wieder dafür. Stapelbretter fertig. Geld, damit wir uns hinten den kleinen Raum freischalten können. Essen geht uns gleich aus. Okay, 6 Stück haben wir noch. Aber jetzt haben wir auch genug Geld, das heißt, wir schmeißen unsere Kundschaft wieder raus. Ja, im Winter müssen wir das hier auch nicht befeuern, damit die hier auch nicht frieren. Sind Gerste und ein Eimer Wasser. Heidebrei herstellen. Ne? Also erstmal Heidebrei zubereiten. Wasser hergestellt im Ofen. Also das ist ein bisschen was Gerst aus seinem Inventar in die Lernplätze zu ziehen. Ersten Getreidebrei her. Okay. Da kann ich auch nur einen von herstellen. Der erste Schritt für Bier. Ja. Ja. Dass wir dafür noch Kohle geholt haben. Neuen Getreidebrei auffrischen. Also der Getreidebrei mit etwas mehr als 16, 1,74. Kriegt ein bisschen mehr Geld. Wasser. Was die kleine Sitzbank macht. Da doch her, ne? Dann jetzt wieder auf Verkauf noch mal ein bisschen was.
gespannt, wird das dann später, wenn man mehrere Getränke hat und sowas. Danke, alles Getränk. Dieser Ort versüßt mir den Tag, ja. Das freut mich sehr. Bitte hinterlasse 5 Sterne bei Google. Ja, bei dem Äquivalent. Also, wird wahrscheinlich der Rat aus Bekanntmachungswahl. Haben wir bitte 5 Sterne annageln. Alles schön sauber, keine Wange. Sauberer als ein Palast, ja. Hier ist der Kunde König. Mal noch, bis es fertig ist. Bank gucken. Ich Kerzenleuchter und 3 Kerzen. Verbrauchsgegenstand. Sie würfel ich. Auf einen Wandkalender. Von 80 für einen Kalender. 80 Silberstücke. Das ist doch Wucher. Das ist doch Wucher. Was ist der mit Gold beschlagen? Frechheit. Stil haben. Okay, muss ich auf den Boden stellen. Haben wir ein Brauffass bekommen, nochmal 3-mal Wasser und Bitterhopfen. 3 her. Das ist kalt. Jetzt öffnen, dann frieren die Leute. Dann brauchen wir den. Dann hier den Kamin. Brennstoff für. Jedes Ale Würze.
eine Nachtrunde. Ich brauche ja schließlich 80 Silber, um diesen schweineüberteuerten Kalender zu kaufen. Das ist der Wahnsinn. Leute, die Abendessen haben möchten. Oder ein Feierabendbierchen. Ja, genau. Dann machen wir jetzt. Ja. Bisschen kriegen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt auch herstellen kann oder ob man die auch kaufen muss immer noch. Ja, das ist eine wundervolle Reise. Ja, dann kehre doch gerne bei mir ein. Erhole dich von deinen Strapazen, genieße ein überteuertes Bier und empfehle uns weiter. Okay, jetzt löschen. Dann gehen wir jetzt wieder schlafen. Schon für inner 10, es ist spät. Natürlich, wir sind ein ordentlicher Haushalt. Schrittigierung. Wir brauchen fast mildes Ehe. Das Fermentierungstank und Bierhefe. Auf Feuerholz. Ah! Können ein Kätzchen kriegen. Davon aus, unser Schnuffelchen. Dann aber hier unsere Becky. Kostet denn einen Napf und ein Körbchen? 20! 20! Napf ganz im Kopf, zusammen 45. Weg, das ausgeht. Wenn wir das noch schaffen, in diesem Angespiel unser erstes Bier zu brauen, da bin ich mir sicher. 10 Minuten haben wir noch. Und in 10 Minuten fertig. Dann gehen wir mal das
Körbchen und den Napf verdienen. Alle. Dann öffnen wir mal wieder. Na, die Kerzen brennen sich jetzt wirklich runter. Gerannt. Becky braucht ein Körbchen und sie braucht einen Fressnapf. Unterstütze uns doch. Sauber machen, gut. Schatten nehmen wir auch immer gerne. Wir wollen ja nicht, dass ihr hier von schmutzigen Tischen ist. Kochen, ne? Ist. Wir sind Katzenliebhaber. Das ist sowas Ähnliches. Doch gewisse Unterschiede. Ja, ich habe eine Katze, ich bin ein Kultist. Eine Wange. Ach ja, wir putzen ja gerne in den Gästen. Sauber wie ihr seid, so sauber ist dieses Etablissement. Das doch gerne hier bei mir. Und lass dein Geld bitte da als Ausgleich.
80 plus 45 brauchen wir. Also ein Gold 25. So lange machen wir das jetzt hier. Ah, das Fass ist fertig. Schaufel. Quadrat. Okay. Habe kein Fass. Hier Bier fermentiert. Falsche Taste. Sauber machen. Ja, zufrieden ist. Dann kann ich Leute später Leute einstellen. Habe ich zum ersten und letzten Mal auch nicht hingekommen. Ja, das ist wirklich so ein mildes 3,49. Oh ja, das ist eine Goldgrube. Wieder noch einmal um Essen kümmern, ja, ansetzen. Und auf jeden Fall am Laufen halten. Haben wir hier jetzt noch 11 Stück. Banditen gegangen, ja, aber nicht bei mir. Doch hoffentlich bewusst. Natürlich. Kunden nur das Beste, ne? Das reicht erstmal. Gaspeln Sie um Maschinen. Stell ich neben, drücke E, um ihn zu beruhigen. So, Kollege, bleib mal locker. Ach ja, kein Stress, nicht in meinem Laden. Zeig ich dir, wo der Maurer das Loch in der Wand gelassen hat. Kollege. Braucht man, ne? Nein. Ja, natürlich bekommst du auch unser Eigenbräu. Das sind milde Cursed Ale. Kann ich dir eigentlich einen Namen geben? Ich glaube nicht, ne?
Ja, die Bewertungen werden auch besser. Talenting, oder war irgendwas gewesen mit Talente? Neue Rezepte zu lernen. Natur oder mental einteilen. Ja, das sind diese Steine, die ich habe. Lagerbier, Reporter. Okay. Okay. Dann wirtschaften. Okay. Einfaches Tischlerhandwerk. Große Sitzbank, großer Tisch, Hocker. Abletzer. Einfache Steinmetzhandwerk. Da gibt es also auch eine ganze Menge. Bald verfügbar. Magie ist auch erst noch verfügbar. Also wir sind hier noch nicht fertig. Hier kommen noch Sachen dazu. Ist aber cool. Keinen Kunden rausgeworfen. Personalkosten, aber noch keine. Das Buch ist relativ übersichtlich. Ja, einmal noch bestellen. Aber jetzt in die letzte Runde. Und dann war es das für heute. Für euch. Können wir hier jetzt mal bestellen. Wir brauchten den Kalender. Katzenkorb. Ein Katzennapf. Alles bestellt. Okay, das sind dann Aufträge, die wir bekommen. Erster Beruf 6. Markier es mal die Ereignisse. Okay, bisher noch nichts. Wasser wieder. Für Nachschub. Auch genug zum Verfüttern haben für die wilde Meute. Ich glaube, die bestellten Sachen kamen erst am nächsten Tag an, ne? Aber ich frage mich, habe ich jetzt den Kalender mitbestellt? Kohle, ne? Ja, Kohle. Hier geht's dann hoch zum Feld, ne? Hoffentlich ist immer noch so. Okay. Okay.
Okay. Er hat sich ganz viel getan. Richtig, richtig viel. Aber cool. Aber echt cool. Also, wenn wir jetzt unser Feld hier tatsächlich von Hand aus sehen müssen, komplett, ne? Und 10 davon. Haben wir schon mal einen Kupferhacke. Okay. Das machen wir jetzt eben schon noch fertig. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr auf dieses eine Feld gebunden und auch das Layout und den ganzen anderen Lava. Man kann es hier selber Gerste und Maiskörner anfangen. Räumt ihr quasi ihr eigene Wege reinräumen. Können wir das hier mit Sicherheit auch noch mal verschieden anpassen. Schöner aussieht. Bitte. Gut, wenn du möchtest, kannst du das auch grün wieder dazwischen setzen. Das ist so cool. Dann kannst du nicht rausnehmen. Die kleine Sitzbank, die können wir platzieren schon mal. Noch mal zwei Plätze frei. Ich wusste es doch, ich habe den Kalender nicht bestellt. Dann bestellen wir jetzt aber auch. So. Steinwerkstatt. Ja, so ein ganzer Arbeitsbereich hier.
Platz machen müssen. Am besten dann so. Hier drunter so ganz praktisch. Platz machen. Fehlerweg frei ist. Blöcke, polierte Steine und Mörsel und St Es gibt eine ganze Menge Farmen hier jetzt vor uns. So, definitiv grindlastiger geworden. Einfach schon mal haben. Das wird sicher nützlich bei unseren Kochaktionen. Aber dann platzieren wir jetzt erst einmal hier Kies-Fressnapf und Katzenkörbchen. Katzen sind ja schließlich was Schönes, da freuen die Leute sich drüber. Wasser einmal. Gut, dann füttern würde ich morgen kleine. Schaffen wir eben schnell. Wir schaffen das noch eben schnell runterzurennen, bevor wir jetzt ohnmächtig werden. Komm, das schaffen wir. Wir retten die Katze. Ganz schnell ins Bett. Und an dieser Stelle endet auch dieses Angespielt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sagt mir mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über Feedback freuen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne auch. Und einen Daumen hoch oben da lassen. Und schreibt mir auch gerne, wenn ihr immer sagt, ich kann Dinge besser machen. Da freue ich mich auch immer drüber. Wenn ihr in Zukunft nichts davon verpassen wollt, was auf diesem Kanal hier passiert, dann abonniert mich gerne. Auch dies freut mich sehr. Und ansonsten wünsche ich noch eine angenehme Nacht, Tag oder wann auch immer ihr es seht. Und sage bis zum nächsten Mal. Euer Kürst. Ciao, ciao.